Elisabeth Köstinger, die ist heute Montag völlig überraschend zurückgetreten. Es gab eine persönliche Erklärung und in ihrer fast 10-minütigen Rede, in ihrer sehr persönlichen Rede, hat sie noch einmal Bilanz gezogen. Neben Dankesworten an die Familie, an die Partei, aber auch an die Opposition gab es nochmals eine Bilanz. Sie hat ihren politischen Weg hier dargelegt, hat den Fokus hier vor allem auf die Landwirtschaft, auf die Situation der Bauern nochmals gerichtet, auch das Thema Tourismus ist hier gefallen, die Corona-Situation, die Corona-Pakete und dergleichen auch. Die spannendste Frage war natürlich, was sie jetzt nach der Politik machen wird. Das hat Elisabeth Köstinger in ihrem Statement heute nicht verlautbart. Das heißt, es ist sowohl unklar, wer ihre Nachfolgerin wird oder der Nachfolger und auch wer und was sie in Zukunft machen wird. Fest steht jedenfalls, von der aktuellen türkis-grünen Regierungsmannschaft ist mehr als die Hälfte derjenigen, die angetreten ist, bereits nicht mehr in Amt und Würden. Es sind ja 15 Minister bzw. Ministerinnen und 2 Staatssekretäre gewesen. 9 davon sind aktuell momentan nicht mehr mit an Bord. Und ein 10. Name, der könnte mit Margarete Schramböck ebenfalls folgen.